Hallo und herzlich willkommen bei Was ist neu in the Forest? Ich bin die Axt im Walde und wir spielen The Forest in der neuen Version 0.69. Zur Abwechslung auch mal wieder hier im Hauptmenü aus einem guten Grund, den nämlich unter Singleplayer und New Game befindet sich hier nach Hard jetzt Hard Survival. Der harte, schwierige, ganz richtig harte Überlebensmodus ist neuer Schwierigkeitsgrad hier in The Forest in der neuen Version und bringt unter anderem mit, dass es weniger Tiere gibt, weniger Fische, weniger Koffer, weniger Kräuter und auch die Respawn-Intervalle sind jetzt ein bisschen größer von denen. Kälte wirkt viel schneller ein und ich sag auch mal, hat eine stärkere Auswirkung, wenn es der Spielfigur dann kalt ist. Vergiftungen und Krankwerden kann viel einfacher passieren. Und wenn das passiert, dann hat das auch dementsprechende Auswirkungen. Fleisch verdirbt auch ein bisschen schneller. Ja. Und das sage ich, ist schon eine Kombination, die für einen harten Schwierigkeitsmodus spricht, beziehungsweise den Vorstellungen der Spieler, die das hier auf mehrfachen Wunsch über längere Zeit geäußert haben, schon entsprechen sollte. Ja, gleich kommt, ne? Ja, bevor wir jetzt hier Endgame zu den ganzen Neuerungen kommen, die hier vor uns liegen, gucken wir uns hier eine kleine Änderung an. Ein Original aus den ersten Versionen von The Forest hat hier ein Upgrade bekommen, nämlich ein neues Modell, eine neue Textur. Und für all jene, die sich hier oft ein bisschen schwer tun, so, oh, was ist denn jetzt hier wirklich neu, ne? So anders sieht das aus nicht, auch nicht aus. Ich gehöre zu denen, ja, ich tue mir oft sehr schwer. Aber ich denke mal, das hier schon ganz gut zu erkennen, ja. Ich habe hier das Gefühl, so von einer altrostigen Axt hier so wirklich den Holzstiel in der Hand zu haben. Ne? Auch am Kopf ein schönes Schimmern, ja, so ein dunkler Axtkopf. Oh, ein dunkler Axtkopf, Mann, oh Mann. Gut, und weil wir auch gerade bei den Waffen sind, gucken wir uns die nächste Neuerung an. Hier, bei den Waffen. Dazu nehme ich meine Flugzeugaxt und pappe hier erstmal Bieren drauf. Ja. Man bekommt hier auch den Hinweis, was kann ich machen damit? Poisoned Plane Axe, das ist die vergiftete Flugzeugaxt. Ja, genau. Mit hier einem so einem giftigen Bärenteil bekomme ich hier auch einen Vorschlag. Mehrere Vorschläge bekomme ich hier. Ja, vergiftete Pfeile kennen wir bereits. Vergiftete Flugzeugaxt haben wir gerade eben fast fertig gesehen. Eine rostige vergiftete Axt und auch eine hergestellte, sowie die moderne. Und auch einen schwachen Speer und den aufgerüsteten Speer. Was jetzt hier unten wohl nicht mehr dran ging, ist, dass das auch mit dem schönen Schwertchen aus dem Land der aufgehenden Sonne, weiß nicht, China, Japan, irgendwo geht dort die Sonne auf. Vielleicht ist auch das Schwertchen daher. Aber das kann man jetzt hier vergiftet bauen. Ja, ich mach das mal hier. Wir benötigen ein bisschen Beeren. Holen es wieder ran. Ach so, nee, doch nicht. Hier, so. Jo, das ist ein Giftschwert. Ja, schönes Schwertchen. Mit den Pistolen geht's wohl nicht. Aber das geht auch hier mit den Pilzen. Ja. Von den Beeren ist jetzt hier nur ausschließlich die Twinberry die einzige giftige Beerensorte und von den Pilzen ist es hier Amanita und Jack. Ja, so heißen die zwei Pilzsorten die einzigen Sorten, die hier wirklich giftig sind. Auch die rostige Axt haben wir jetzt vergiftet hier. Ja. Und somit wäre es das auch schon hier von der Neuerung, von der Neuerungen, die wir uns gerade angeguckt haben. Ich nehme hier den Topf in die Hand und schwenke mir hier ein bisschen Wasser rein und habe hier nun, ja, sauberes Wasser in meinem Topf. Nehme mir hier, heute mag ich einen Lorch und ich mag einen Fisch. Bevor wir den Topf hier auf die Feuerstelle stellen, zünden wir diese natürlich noch an. Ja, und los geht's. Wir bekommen hier, wie das schon von anderen Gebäudearten oder Typen bekannt ist, eine Auswahl, die wir mit Taste R durchschalten können und auch Beeren, ja, auch Kräuter. Ich hau hier jetzt erstmal Kräuter rein und möchte hierzu einen Lorch und einen Fisch und die stehen jetzt da drin gemeinsam, ja.
Ich könnte auch noch ein bisschen mehr hinzufügen, auch die giftigen Beeren, aber alles Essen hier mit Vorsicht zu genießen. Diese neue Funktion nennt sich jetzt, ich kann mit einem Topf einen Eintopf machen. Ja, einen Eintopf aus beliebigen Zutaten, die teilweise auch alle unterschiedliche Effekte haben. Ja, es wird hier Magensättigung wieder aufgefüllt und möglicherweise, je nach Zutaten, auch was anderes, wie hier Geschwindigkeit, Ausdauer, was weiß ich. Und ihr habt das gesehen, das Symbol ist jetzt hier umgesprungen von den Zutaten auf oben essfertig. Ich werde das jetzt hier versuchen zu essen. Und wer an dieser Stelle eine wunderbare Eintopf-Animation bzw. eine Eintopf-Grafik erwartet hat, hätte, ja, hier so eine Eintopf-Grafik im Topf. Oh, der Eintopf ist fertig. Die Viecher sind hier so ein Eintopf jetzt. Schön zu sehen. Die Viecher nicht mehr. Und so, ja, ein Eintopf, der dann animiert konsumiert wird. Nein, leider nicht. Das ist so noch nicht implementiert worden von den Entwicklern. Ich weiß auch gar nicht, ob geplant, ja, aber haben wir hier nicht. Und ich werde in dieser Episode, eigentlich ist das die letzte Neuerung von der Version 0.69 gewesen. Ach so, nee, wichtige Details. Das Symbol springt hier um nach 30 Sekunden, wenn hier ein Inhalt drinnen ist. Das heißt, jede Zutat, jeder Kochvorgang beginnt mit den Topf auf das Feuer stellen. Ich habe hier 30 Sekunden Zeit, dass mein Zeug gekocht wird. Und nach 30 Sekunden eben ist das dann fertig. Habe ich mal gar nichts am Topf und ich stelle hier aber einen Topf drauf, beziehungsweise tue nichts rein, kann dann nach 40 Sekunden hier auch wieder abgenommen werden. Ja, das ist ganz hier wichtig. Und wenn hier mal so ein Essen draufsteht und nach 30 Sekunden fertig ist, dann darf das aber nicht länger als 10 Minuten insgesamt noch oben dran stehen bleiben. Ja, das sagen die Entwickler. Ja. So eine neue Eintopf-Funktion. Gut, grundlegend war es das gewesen von der neuen Version. Wir haben hier eine Änderung. Jedoch, eine Neuerung meine ich, jedoch entschließe ich mich diesmal dazu zu spoilern. Und wer hier nicht gespoilert werden möchte, jo, zudem sage ich mal tschüss, bis zur nächsten Episode und vielen Dank fürs Zugucken. Das war die Axt im Walde. Und wer hier gespoilert werden möchte, denn jeder spielt das Spiel ja nicht, sondern guckt einfach mal mit, was gibt es so neu, sage ich mal bis gleich. Ja, ich treffe hier Vorbereitungen. Ne? So schön wie das hier auch knistert, so schön wird wahrscheinlich die Neuerung, die Neuigkeit hier, das neue Teil, die neue Waffe sein. Wenn man die zu sehen bekommt, hier in Höhle 8 ist die zu finden. So viel darf ich auf jeden Fall spoilern, obwohl wir hier eigentlich ja schon im Spoilerbereich sind. Bevor wir wirklich dazu kommen, ja, das muss hier vorher gesagt werden. Hier der Bogen, den man herstellen kann. Hier wurde die Reichweite ein bisschen verringert von den Entwicklern und das ist aus diesem Grund da, um hier den Vorsprung auf den neuen Bogen beziehungsweise um den bisschen attraktiver zu gestalten, den neuen modernen Bogen, der hier nicht nur viel weiter schießen kann, sondern auch richtig Schaden hier hinterlässt, wenn der Bo einschlägt, ne? Ich meine, das sieht auch schick aus. Gucken wir uns doch nochmal hier im Inventar an. Ja, moderner Bogen. Das ist schön hier so. So. Ja. Heute gucken bei uns erstmal keine Gegner vorbei, die sich hier freiwillig opfern möchten zu Demonstrationszwecken. Von daher sage ich diesmal wirklich jetzt an dieser Stelle danke fürs Zugucken, meine Lieben. In ja, knapp 4 Wochen ist es wieder soweit mit The Forest in der Version 0.70. Ja, bin mal gespannt, was die dort hier reinbasteln für uns, ne? Also, bis dann. Tschüss.